Seinerzeit hatten Thomas Heyer und Ernst Nellesen eine grandiose Idee. Sie erweckten in Kooperation mit dem Bürger- und Ortsverein mit der Jazzreihe Musik im Pavillon den vom Architekten Fritz Breuhaus de Groot entworfenen Pavillon auf dem Ziepensplatz aus dem Dornröschenschlaf. Das hat das Veedel noch einmal richtig aufgewertet. Vor allen Dingen der Kontakt zu Neubürgern ist ideal an diesen Abenden hier dann. Und von Friedrichswitter, von Unkel, überall herkommen Leute, und warum schaffen wir das nicht? Wir haben es geschafft, dank Thomas, dank Ernst Nellesen oder auch viele andere auch dann. Also das hat auch eine Wirkung über Röndorf hinaus dann. Und intern würde ich sagen, Zusammenhalt hat das gefördert. Das hat der Peter gerade gesagt. In der Tat, es ist so, einige Neubürger, die haben sich tatsächlich über Musik im Pavillon beim Bürger- und Ortsverein gemeldet und haben gesagt, wir würden hier gerne mitmachen. Also wir fühlen uns hier so wohl, nicht nur an diesen Abenden, sondern überhaupt in diesem Ort. Also wie können wir mitgestalten? Am besten eben über diesen Bürger- und Ortsverein. Das funktioniert auch. Heute Abend noch ein Ehepaar. Ne? Er hat dich angesprochen, wir kommen und möchten gerne Bürgerverein mitmachen. Nun, 3 Jahre nach dem ersten Konzert soll der Platz vor dem Pavillon optimiert werden. Heute Abend wurden die Pläne der Öffentlichkeit vorgestellt. Wir verändern den Pavillon, wir bauen eine große Treppenanlage, in der Hauptsache aus großen Sitzstufen. Wir ebnen den Pavillon, das Gelände vor dem Pavillon, setzen es etwas tiefer und machen es zugänglicher für Publikum, sodass Veranstaltungen vor dem Pavillon auch stattfinden können und sich auch kleine Besuchergruppen davor aufhalten können, ohne in der Schräge und im Matsch zu versinken. Aber warum ist der ganze Aufwand denn überhaupt notwendig? Also es ist ja einfach eine große Distanz zwischen dem Platz und der Bühne da. Und das ist einfach benutzerfreundlicher. Also für alle Veranstaltungen, wirklich alle Veranstaltungen, für Kabarett, Flohmärkte, Kammerkonzerte, meinetwegen Musik im Pavillon oder Musik im Veedel. Das ist ja ein Platz der Stadt. Also wenn Bürger und Bürgerinnen aus der Stadt sagen, wir würden hier gerne was machen, in Absprache mit der Stadt, und natürlich mit dem Bürger- und Ortsverein, dann kann das hier stattfinden. 40.000 Euro sollen die Baukosten betragen. Nein, es werden keine Steuergelder aufgewendet. Für das Projekt werden Spenden gesammelt. Die ersten gingen bereits am Abend ein. Und niemand zweifelt, dass das Geld zusammenkommt. Einmal Röndorfer, immer Röndorfer. Und in gewisser Weise kann man eine Parallele zur Entstehung des Ziepenplatzes erkennen. Mein Opa hatte die Idee direkt am Krieg, mit Freunden hier diesen Platz zu gestalten. Die Stadt Batonnef, auch damals kein Geld, wollte nicht. Dann hat er den Mülligan von der FDP, das sind alte Namen, Liebig von der SPD und noch einen vom Bürgerblock, den gab, und hat er besorgt. Und dann haben die da beschlossen, über Nachtaktion hier diesen Platz geräumt, Schotter drauf, und haben diesen Platz geschafft. Und dann war die nächste Ratssitzung, die Stadtverwaltung sehr erbost über das Vorgehen der Röndorfer. So, und dann haben sie 1955 die Idee gepackt, mit Freunden diesen Pavillon zu bauen. Mit Honover-Geschäftsleuten, Handwerkern, allem haben den gebaut und dann der Stadt geschenkt, um von den Folgekosten befreit zu sein. Auch sehr zum Leidwesen damaliger Stadtdirektor Schlömer. Der hat gesagt, höflich, profitlich, ihr baut und wir müssen es bezahlen. Aber jetzt machen wir wieder. Wir schenken der Stadt 40.000 Euro für eine tolle Sache hier im Ortszentrum. Die Folgekosten muss die Stadt bezahlen. 120 Bürgerinnen und Bürger wohnten der Veranstaltung heute Abend bei, die erst gegen 22.30 Uhr zu Ende ging. Das erste Konzert in diesem Jahr findet am 7. Juli statt. Termin bitte freihalten. Thank you.
Ha 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 ha.